select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Sven, vor 2 Jahren habe ich dich schon mal interviewt. Da warst du der Matchwinner zum Pokalsieg. Jetzt habt ihr wieder den Pokal gewonnen. Wie sind die Emotionen? Ja, also vor 2 Jahren haben wir ihn schon mal geholt und da war es, wie du es gesagt hast, soll ich anscheinend Matchwinner gewesen sein. Heute habe ich gar nichts zu tun gehabt. Die Mannschaft hat es klasse gemacht, hat sich belohnt für den Aufwand, den sie betrieben hat, mit einem schnellen Tor nach 2 Minuten. Und dann hat es eigentlich in unsere Karten gespielt. Mühlberg musste aufmachen und dann konnten wir zum Schluss vorne mit unseren schnellen Spielern alles ausspielen und haben dann noch das zweite und das dritte nachlegen können. Du meinst, du hast nichts zu tun gehabt, aber immerhin hast du ja die Mannschaft als Kapitän führen müssen, oder? Klar, man muss immer dabei sein, und aber die Mannschaft ist gewachsen in der ganzen Saison und wenn sie mich braucht, bin ich da, aber heute haben sie mich nicht gebraucht und ich führe dann von hinten, aber das Feiern macht trotzdem Spaß damit. Welcher Pokalsieg ist schöner? Kann man das so fragen überhaupt? Wenn ich so sage, muss ich sagen, heute war die Anspannung doch groß. Also vor zwei Jahren war es einfach geil durchs Elfmeterschießen, aber heute einfach die Leistung, die wir gebracht haben, souverän 3-0-Sieg, dann eingefahren zum Schluss. Vielleicht einen Tick zu hoch, aber das ist egal, da fragt morgen kein Mensch mehr danach. Und beide Pokale sind geil. Ich freue mich einfach jetzt nachher wieder zu feiern und die Nacht zum Tag zu machen. Ja, die Saison in der Liga ist eigentlich, für euch geht es da um nicht mehr viel, oder wie siehst du es? Klar, wir stehen im Mittelfeld, gesichertes Mittelfeld, aber natürlich wollen wir die Saison gut abschließen. Wir wollen noch so viele Siege, wie es jetzt geht, noch einholen und einfach eine geile Saison abschließen mit dem Pokalsieg heute und dann einfach gucken, wie weit es in der Tabelle noch hochgeht. Sven, danke für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.